Am 14. Dezember 1965 in den frühen Morgenstunden fährt ein Barkas durch die Leipziger Südvorstadt. Ein Gefangener aus der Dresdner Untersuchungshaft wird in die Alfred-Kästner-Straße gebracht. Hier, in der zentralen Hinrichtungsstätte der DDR, soll der Mann unter dem Fallbeil sterben. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Spur der Täter. Bis 1987 gab es in der DDR die Todesstrafe. Die Todeskandidaten wurden mit einem unerwarteten Nahschuss hingerichtet. Und bis 1967 kam sogar noch das Fallbeil zum Einsatz. Einer der letzten, die enthauptet wurden, war ein Mann aus Radeburg. Für eine besonders grausame Tat, die als Hammerschenkenmord in die sächsische Kriminalgeschichte einging.